Hallo, hallo, hallo. Wenn Facebook fragt, was ich mache, dann komme ich doch eben mal live. Ich zeige dir mal, wo ich hier bin. Ganz viel Ruhe eingekehrt. Die Saison ist ja auch vorbei. Ich komme gerade aus dem Meer. Wollte heute Morgen eigentlich nicht ins Meer hüpfen, aber nach meinem Sprint, nach unserem Sprint war es dann doch zu schön. Und da mussten wir doch noch ins Meer. Ich lehne mich mal hier gerade an die Palme an. Ich wollte eigentlich von vorne vom Strand ein Live machen, aber die Sonne, die blendet so, da sehe ich überhaupt nicht hier in die Kamera. Lass uns mal über Geld reden. Lass uns mal über Geld reden. Mir ist heute Morgen nochmal so eine, also was ich so gerne mache, ich setze mich jetzt mal gerade hier hin. So, was ich so gerne mache ist, Stichwort Trinkgeld. Mir ist heute Morgen so eine Situation eingefallen, wo wir in Tiflis waren vor ein paar Wochen. Und da gab es ein Hotel ganz in unserer Nähe. Da haben wir abends gerne mal noch auf dem Weg zur Wohnung uns in die Bar gehockt, noch was getrunken. Und an einem Tag wollten wir auch gerne dort was essen und hatten halt gefragt, ob sie eine Außenterrasse haben. Weil wir wollten einfach draußen in der freien Natur sitzen. Hatten sie aber nicht, und da hatte die Dame an der Bar uns erzählt, die kannten uns inzwischen schon, weil wir schon des Öfteren dann dort waren, dass es noch ein zweites Hotel von dieser Hotelkette gibt, etwa 800 Meter entfernt, und die hätten einen Innenhof, wo man einfach dann auch draußen sitzen kann. Und da sind wir dort auch hin und hatten zu der Dame dann auch gesagt, okay, dann gehen wir dorthin und essen dort was. Und auf dem Rückweg kommen wir hier noch vorbei und trinken in der Bar noch einen Cocktail oder einen Kaffee oder was. Haben wir dann auch so gemacht. Die waren natürlich auch erstaunt, dass wir da tatsächlich dann auch nochmal zurückgekommen sind und dort dann auch noch uns in die Bar nochmal gehockt hatten. Und darauf wollte ich hinaus, was ich da so gerne mache, ist nicht nur, dass ich mir eh angewöhnt habe, großzügig wirklich auch Trinkgeld zu geben, sondern manchmal mache ich mir auch ein Spiel draus und zahle einfach das Doppelte. Also Beispiel, ich kriege eine Rechnung, 15 Euro und zahle dann einfach das Doppelte, 30 Euro, also 100% Trinkgeld. Das mache ich, wenn mir einfach so danach zumute ist, wenn der Impuls da ist, der Kopf sagt dann natürlich schon mal, eben muss das jetzt sein. Aber wenn der Impuls da ist, lausche ich diesen Impulsen auch, weil unter dem Aspekt, dass wir immer geführt werden, es hat immer alles seinen Sinn. Was wäre, wenn die einzige Aufgabe von uns wäre, die einzige Aufgabe für dich ab jetzt wäre, wenn du einen Impuls bekommst und die allerersten Impulse, die kommen immer aus dem Herzen, vom Universum, von deinem Higher Selbst, von deiner Seele, welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest. Was wäre, wenn es deine einzige Aufgabe wäre, da einfach immer nur Ja zu sagen? Ja? Und es ist mir dann so eine Freude, wenn ich dann so in das Gesicht von der oder demjenigen schaue. Mir ist auch schon passiert, dass ich an der Theke bezahlt hatte. Das war hier in unserem Wohnort hier auf Zypern. Und da auch so den Impuls hatte, zahl einfach das Doppelte. Und der junge Mann dann sogar noch die Bedienung gerufen hatte und die dann auch noch kamen und sich bedankt hatten und so weiter. Einfach so diese Freude zu sehen in den Gesichtern. In dem Fall ums liebe Thema Geld geht's ja da, ja? Weil, worauf will ich eigentlich hinaus? Das ist so das Indiz dafür, und da darfst du mal in dich hineinlauschen, wenn du dir bis eben noch die Geschichte erzählst, wie ich sie mir früher ja auch erzählt habe. Muss es denn immer ums Geld gehen? Es gibt Wichtigeres als Geld. Ich will nicht so viel, ich brauche nicht so viel. Also ich wollte schon mehr, aber habe mir dann auch so die Geschichte erzählt, naja, es gibt ja viele Menschen da draußen, denen geht es schlechter als dir. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast und solche Dinge. Und meine Wahrheit ist, und lausch da mal in dich hinein, wenn ich die jetzt so mit dir teile, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen. Ich nenne das gerne so die Quelle allen Seins. Dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen, aus der Quelle allen Seins. Und niemand von uns hierher gekommen ist, um
mit dem Gedanken, ich atme die Luft ein, Sauerstoff, ich genieße die Natur, ich genieße dies, ich genieße das, aber Geld, davon will ich bitte nicht so viel haben. Geld brauche ich nicht. Ja? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Du weißt, was ich damit meine. Ich behaupte, dass niemand von uns so auf die Welt gekommen ist mit der Begrenzung im Hinblick aufs Geld. Das sind alles Muster und Prägungen, die wir aufgenommen haben, angenommen haben, geglaubt haben, irgendwann, weil wir es abertausende Mal vom Umfeld gehört haben. Und ja, und so tief in unserem Herzen wissen, dass es nur der Kopf ist, der Geld ablehnt, dass es nur der Kopf ist, der einem erzählt, du musst dich halt mit deinem Job, mit deinem Beruf begnügen und gucken, wie du über die Runden kommst. Das ist halt so. Und. Also diese ganzen Geschichten, die wir uns da erzählen. Weil es hat uns ja niemand beigebracht, dass es wirklich darum gehen darf, unserem Herzen zu folgen, unseren Seelenplan zu entdecken, dem Ruf der Seele auch zu folgen, sprich den Seelenberuf auch daraus zu kreieren, um damit letzten Endes auch Seelenfreude Geld zu empfangen, was die Seele wirklich erfreut, weil keine Seele, also niemand von uns, lauschen dich hinein, ist hierher gekommen und hat sich gedacht, ja, ich greife gerne auf alles zurück, aber Geld brauche ich nicht so viel. Alles nur eine Begrenzung. Weil wenn das so wäre, dann würden wir nicht in glückliche Gesichter schauen oder würden nicht so viele auf einen Lottogewinn hoffen. Oder wenn du jetzt wüsstest, wenn du zu denjenigen gehörst, die sich bis eben noch die Geschichte erzählen, es gibt Wichtigeres als Geld und ich bin auch mit weniger zufrieden und. Und ich begnüge mich jetzt mal mit dem Leben hier, so wie ich es habe. Ich habe ja nur noch ein paar Jahre, halte an meinem Beruf, in meinem Job noch durch und dann fange ich vielleicht an zu leben und solche Dinge, ja, was auch immer da in deinem Kopf ist. Wenn du jetzt heute einen Brief bekommen würdest und da würde drin stehen, sehr geehrte Frau sowieso oder sehr geehrter Herr sowieso, wir überweisen Ihnen zum 31. Oktober, ich nenne jetzt mal irgendeinen Betrag, 50.000 Euro. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren? Geh da mal in die Situation rein. Du kriegst einen Brief heute im Briefkasten und da steht drin, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau sowieso, zum 31.10. überweisen wir Ihnen 50.000 Euro auf Ihr Konto sowieso bei der und der Bank. Würdest du dann allen Ernstes sagen, nee, bitte, bitte, bitte nicht, auf gar keinen Fall und vielleicht noch schnell das Konto wechseln, damit man dir auf keinen Fall 50.000 Euro überweisen würde? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nicht. Du würdest dich freuen. Du würdest dich freuen wahrscheinlich. Ja? Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und das ist das Ding. Hinweis, Klammer auf, Klammer zu, für dich. Dass es nur Geschichten sind, die der Kopf uns aufgrund der Prägungen erzählt. Gib dich doch zufrieden mit dem, was du hast. Sei doch zufrieden mit dem Job, mit dem du dich gerade so arrangierst und halt doch da durch, das ist halt so, wie es ist, das Leben ist halt eine harte Schule und es ist gerade Krise da draußen, es wird sowieso alles teurer und muss noch sparen und, so die ganzen Geschichten. Wie wäre es, das alles mal in Frage zu stellen und dir einfach mal zu erlauben, dir das Allerbeste zu gönnen und auch zu empfangen und dein Leben zu lassen? Ja, natürlich, da geht es tatsächlich auch darum, Prägungen und Themen, die tief verborgen sind, zu lösen, zu transformieren, um von A nach B zu kommen. Mit anderen Worten, da geht es natürlich auch schon mal darum, die Pobacken zusammenzukneifen, um es jetzt mal milder auszudrücken und dann mal wirklich Dinge anders zu machen als bisher, weil nur damit kannst du ja auch andere Resultate erzielen. Wir sitzen hier auch gerade noch nebendran im Café mit Blick aufs Meer. Und ich bin jetzt nur hierher gegangen, weil da immer so ein bisschen Musik läuft. Dann ist es ein bisschen angenehmer hier zum Sprechen für dich, damit du mich auch verstehst oder hörst. Und haben gerade eben nochmal gesagt, Mensch, es ist Ende Oktober und wir sitzen hier am Strand und haben uns so ein tolles Leben erschaffen. Das war für mich auch, es war eine Entscheidung,
Ich wollte raus aus dieser Gelebtwerdenfalle, aus diesem Hamsterrad. Ich wollte frei leben. Ich wollte der ganzen Familie was anderes ermöglichen. Vor allem auch den Kindern noch was anderes mit auf den Weg geben, dass alles wirklich möglich ist. Und da durfte ich wirklich auch mal für eine Weile meine Pobacken zusammenkneifen, Dinge anders machen. Und habe ich das alleine geschafft? Nee, natürlich nicht. Da brauchte ich jemand an meiner Seite, mehrere Mentoren zu unterschiedlichen Themen, die mich da von A nach B begleitet haben. Alleine würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch unglücklich am Arbeitsplatz hocken und von einem freien Leben träumen, ja? Und das ist das, was ich dir mal gerne mit auf den Weg geben möchte. Das Wichtigste, Hilfreichste, was du dir erlauben kannst, da läuft gerade eine Katze über die Bambusmatte, über mir und hüpft von Palme zu Palme anscheinend. Was ich dir mit auf den Weg geben möchte, das Hilfreichste, was du dir wirklich gönnen kannst, wenn du wirklich in dem freien Leben ankommen möchtest, von dem dein Herz, deine Seele schon so lange träumen, ist, dass du dir jemanden holst, der dich von A nach B begleitet. Weil guck mal, Beispiel. Heute Morgen wurden wir hier von Einheimischen angesprochen, die wohl auch geglaubt haben, dass wir Zyprioten sind und dann festgestellt haben, ja, mein Mann spricht ein bisschen Griechisch, aber ich noch nicht bis eben, außer Kalimera oder sowas. Wenn ich jetzt Griechisch lernen möchte, dann ist doch klar, dass ich mir dann einen Lehrer an meiner Seite hole, der oder die mir Griechisch beibringt. Völlig normal. Früher in der Schule, da waren wir, um Rechnen und Schreiben zu lernen, noch viele andere Dinge natürlich auch, für die wir uns nicht interessiert haben. Ist ein anderes Thema, unser Schulsystem. Ja? Also, löst dich gerne, schau dir das Video hier gerne nochmal an und löst dich gerne mal, lass das mal auf dich wirken von diesen interessanten Ansichten, die du bis eben hast, was es Leben ist, was es Leben nicht ist, was Geld ist, was Geld nicht ist. All diese Muster und Prägungen, wo du dir bis eben selbst wirklich die Schranke zulässt, die Mauern um dich aufgebaut hast. Und irgendwann, wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Willst du irgendwann mal zurückblicken und denken, schade, dass ich nicht gewagt habe, jetzt ist vorbei? Oder willst du mal zurückblicken, das waren so meine Sätze, hey, es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt und bin noch in dem freien Leben angekommen, wo mein Herz, meine Seele einfach hin wollten. Es ist eine Wahl, es ist deine Wahl. Und du hörst bestimmt zum allerersten Mal, dass du in die Akademie hüpfen kannst, wo wir gemeinsam deinen Seelenplan fix, schriftlich fixieren, deinen Seelenberuf daraus kreieren und auch du bekommst die genaue Anleitung, wie du damit auch Seelenfreude Geld empfängst, damit du da ankommst in dem freien Leben, wo und wie auch das immer für dich ausschaut, mit all dem, was für dich dazu gehört. Es ist eine Wahl. In diesem Sinne, sonnige Grüße hier vom Strand. Ciao, ciao.